fünf Essentials, die fünf Stück. Nummer eins, glaube ich, Nummer eins ist das Handy. Weil, ja, erreichbar sein für die Familie, gleichzeitig alle E-Mails und alles, was dazu gehört, immer wenn man unterwegs ist, direkt bearbeiten zu können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, Nummer zwei, ich weiß gar nicht, ob man das so unterscheiden könnte, ist das iPad, das, wo man heutzutage ja viele Serien sich anschauen kann. Ich bin ja viel unterwegs und dann lade ich schon vorher meine Serien oder Filme runter und dann, wenn ich im Zug oder im Flieger bin, dann schaue ich mir die Sachen einfach an. Ich glaube, das sind zwei sehr wichtige Sachen für mich. Nummer drei. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Nummer drei. Was ist mir denn sehr, sehr wichtig? Ja, ich glaube, Essen sowieso. Aber mir ist jetzt ghanaisches Essen sehr, sehr wichtig. So, das brauche ich einmal die Woche auf jeden Fall, um ja, dieses afrikanische Gefühl zu haben. Ich merke es einfach, wenn ich eine Woche kein ghanaisches Essen gegessen habe, dass irgendwas fehlt, irgendwie vom Geschmack her mein Körper das braucht. Und teilweise kann ich es auch alleine kochen zu Hause. Aber schnellsten geht es natürlich, wenn ich das irgendwo mir kaufe und dann schön zu Hause oder mit Freunden genießen kann. Ja, was? Fünf, ne, waren das? Noch zwei Stück. Ist schwierig. Schwierig. Weil sonst ist es immer so Technologie, ne? So, aber. Ich glaube, das, was wir immer vergessen, ist, wir als Fußballer, ich würde Fußball sagen, was das auch ganz, ganz wichtig ist. Ich habe das gemerkt, als ich aufgehört habe, habe ich sehr wenig Fußball geguckt erstmal. Und jetzt ist es schon so, dass ich, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dadurch, dass ich nicht selber aktiv bin oder selber jetzt auch noch so irgendwo Fußball spiele, dass es sehr, sehr wichtig, Spiele mir anzuschauen. Ob es im Stadion ist oder über TV, deswegen der Fußball. Fußball ist sehr, sehr wichtig für mich. Ist dadurch, dass ich da selber Profifußballer war und jetzt aufgehört habe, dann manchmal geht man ja in eine andere Richtung und ich glaube, Fußball ist so Nummer 4. Nummer 5. Wenn ich das wüsste, würde ich euch das sagen, aber Nummer 5 habe ich nicht.